Neben mir sitzt ein Mann und er ist angetreten, dass wir es endlich schaffen, mehr Praxis in die Schulen zu bringen. Und dabei hat er ganz tolle Ansätze und ich freue mich genau über diese Ansätze, jetzt mit ihm zu sprechen. Hier ist Dennis Philipsen. Hallo, lieber Dennis. Hallo, schönen guten Tag. Schön, dass wir sprechen, weil es ist ja wirklich ein wichtiges Thema. Wir waren beide in der Schule und es war ja so theorielastig, oder? Ja, definitiv. Also ich glaube, jeder hat seine Erfahrungen damit gemacht und hätte sich natürlich ein bisschen mehr Praxisbezug dazu gewünscht. An welcher Stelle fehlt besonders die Praxis? Besonders in den neuen Berufen, da wo es um Digitalisierung geht, um die Umsetzung für die Unternehmen, für die Online-Präsenzen. Da fehlt es definitiv um Tiefgründigkeit. Was ist deine Erfahrung? Wird das Thema Digitalisierung überhaupt schon ausreichend in Schulen besprochen? Es ist natürlich irgendwo noch eine kleine Hemmschwelle da, ne? Also das, was wir gerade in unseren Zeiten hier miterleben, das sorgt natürlich dafür, dass wir nochmal einen kleinen Booster bekommen haben. Ein Wortspiel-Booster. Ja. Und dass es damit natürlich auch nochmal ein, zwei Schritte schneller ging. Aber natürlich, Digitalisierung wächst einfach so viel schneller. Und da kann man nur noch schneller auch mitwachsen. Ja, definitiv. Warum möchtest du denn dich unbedingt für die Schulen einsetzen? Wie kommt das? Ja, also selber als Schüler und du auch, wir haben es ja gerade eben schon mal besprochen, sehr theorielastig. Und ich bin ein haptischer Mensch, ja, ein visueller Typ. Und da ist es mir einfach unglaublich wichtig gewesen, auch selber in der Schule, dass ich das immer selber anfassen kann, selber ausprobieren. Ich konnte es mir halt nie wirklich vorstellen, das nur in der Theorie zu machen. Mhm. Ja, unbedingt. Also wenn ich zum Beispiel an meinen Physikunterricht zurückdenke, klar hat man da so ab und zu mal ein Experiment gemacht, aber sonst war es ja doch sehr viel mit Formeln arbeiten, rechnen etc. Genau. Wenn du dir so drei Dinge überlegen würdest, was jetzt so konkret umgesetzt werden müsste, was wären das für drei Dinge? Umgesetzt werden müsste auf jeden Fall erstmal die Kommunikation. Mhm. Ja, also ich glaube, es ist heute nicht mehr unbedingt vonnöten, eine interne Unternehmenskommunikation auf Telefonbasis zu haben, da wir alles im Internet machen können. Mhm. Wir müssen auch nicht mehr unbedingt in unseren Büros präsent sein, um gute Meetings abhalten zu können. Mhm. Ja, natürlich ist persönliche Bindung gut, aber es ist nicht mehr unbedingt notwendig, jedes einzelne Meeting in Präsenz stattfinden zu lassen. Eine große Herausforderung wird natürlich auch sein, das spielt natürlich überein, sage ich jetzt mal, ist natürlich auch dann auch die persönliche Bindung auch nicht zu verlieren. Mhm. Ja? Trotzdem irgendwo Mensch zu sein und immer noch auf jemanden zugehen zu können. Ja, wunderbar. Was bietest du denn an, dass du genau dort ansetzen möchtest, um auch diese Probleme zu lösen? Ich biete natürlich an einmal den Praxisbezug, aber auch natürlich das theoretische Wissen. Das heißt also, ich biete nicht nur ich habe einen eigenen Podcast. Mhm. Ja? In diesem Podcast berichten Unternehmer genau von diesen Herausforderungen. Und somit bleibe ich immer up to date, was das angeht und bleibe immer so nah an der Wirtschaft dran. Und das gebe ich weiter. Wie heißt der Podcast und wie oft erscheint der? Ja, das ist der Tipps und Tricks Podcast. Mindestens einmal die Woche setze ich mich mit Unternehmern zusammen. Was war da so für dich bisher das größte Learning? Das größte Learning ist, dass egal wie groß das Unternehmen ist, dass die Probleme alle dieselben sind. Ja, das glaube ich. Und das lässt sich ja auf so viele Bereiche auch ummünzen. Also das heißt, du hast den Podcast im Angebot. Hast du auch irgendwie etwas, wo du eins zu eins mit Menschen zusammenarbeitest? Also klar, beim Podcast machst du das auch, aber hast du noch weitere Angebote? Ja, ich habe natürlich auch Prüfungsvorbereitungskurse. Also ich gebe selber Prüfungsvorbereitungskurse. Und gebe natürlich jetzt demnächst auch digital mit an die Hand, von mir eigen entworfen, ein Prüfungsvorbereitungssystem im Online-Learning. Für wen ist das genau? Einmal können natürlich Bildungsträger sich dafür interessieren und Angebote einholen, aber natürlich auch ein einzelner Schüler, der sich optimal vorbereiten möchte und sagt, ein Präsenzkurs ist mir irgendwie zu teuer oder ich möchte mir einfach nur nochmal die wichtigsten Skills abholen, der kann sich über eine günstigere Online-Version dann natürlich wissensmäßig bereichern mit. Was für Inhalte sind das dann? Das sind Prüfungsvorbereitungsinhalte, ne? IHK, HWK, direkt auf die Prüfungen drauf zugeschnitten. Ach ja, Wahnsinn. Wie viele sind denn da, also wie viele verschiedene Prüfungen sind da abgebildet? Da sind abgebildet für vier verschiedene Berufe. Über Teil 1, Teil 2 und natürlich aber auch die mündliche Vorbereitungsprüfung. Ja, sehr spannend. Und es wird ja auch, also ich weiß nicht, wie deine Perspektive darauf ist, aber was glaubst du, wie sich unser gesamtes Lernen und unser Prüfungsverhalten wandeln wird in den nächsten 10 Jahren?
Ich glaube, es wird immer mehr so sein, dass wir deutschlandweit auf einem Online-Kanal zusammenkommen, um wirklich halt auch dann mit diesen Experten auf diesen Gebieten auch agieren zu können. Ja? Also Beispiel, ich sitze in Koblenz, ja, und arbeite mit Leuten in Berlin zusammen, ja, und jeder profitiert davon. Haben die Unternehmen denn schon dieses digitale Lernen verinnerlicht? Sie sind aktuell natürlich viele am Aufrüsten, ja. Ich bekomme aktuell viele Anfragen dafür für die Telekommunikation, wie eben schon mal angesprochen, dass alles digitaler zusammen harmoniert, ja, und dass die Abteilungen untereinander natürlich auch kürzere Wege haben. Ja? Also früher war es so, man hatte vielleicht zwei Stockwerke, zwei Abteilungen und man hat sich so mal in der Pause oder was begegnet, wenn überhaupt. Heute ist es so, dass ich sage, digitaler kommen wir schneller zusammen, können uns mehr austauschen und somit ist jede Führungskraft, jeder Mitarbeiter in dem ganzen Prozess mit involviert oder zumindest auch informiert. Was ist so deine Erfahrung, wenn wir jetzt sagen, wir wollen mehr Praxis tatsächlich auch beim Lernen? Wie schaffe ich es denn, mehr Praxis auch in so ein digitales Lernen mit einzubauen? Machen, einfach machen. Ja, wir können Tools implementieren. Wir haben heute das geballte Wissen im Internet. Wir haben ganz viele Möglichkeiten. Jeder hat Zugriff darauf, sodass jeder das direkt an seinem Computer alles umsetzen kann. Jetzt hast du es gerade so schön gesagt, einfach machen. Was du auch einfach gemacht hast, ist es, ein Buch zu schreiben. Erzähl mal bitte ein bisschen mehr über das Projekt. Ja, also es ist, glaube ich, von jedem einmal so das Herzensprojekt, irgendwann mal das, was man erlebt hat, das, was man macht, zu verschriftlichen. Und ich habe mir tatsächlich mit einem bekannten Freund einfach einen Rekorder geschnappt und er ist so si sinnbildlich mir hinterhergelaufen und hat mir gezielte Fragen gestellt und ich habe die einfach beantwortet und er hat die nachher zusammengefasst und es ist ja ein tolles Praxisbuch geworden, will ich mal sagen. Erzähl mal, was sind das so für Fragen gewesen? Auf einmal es sind natürlich erstmal Inhalte natürlich von dem, was ich erlebt habe und von dem natürlich, was ich auch verändern wollte. Aber auch natürlich auch aus Uni-Studien, wo ich befragt worden bin, zur künstlichen Intelligenz und natürlich auch zur menschlichen Perspektive. Wie kann das noch in Zukunft mit übereinspielen? Wie kann man sowas vielleicht auch kombinieren? Und ist vielleicht KI so wirklich die ultimative Lösung, um wirklich auch einen Menschen abbilden zu können? Können wir da ein bisschen teasern, was da die Antwort ist? Ein Algorithmus ist schon sehr, sehr gut, ja. Aber ein Algorithmus bewertet ja auch nur nach dem, wie du halt eben vorgehst. Wenn ich, sage ich jetzt mal, als Bayern München-Fan möchte für jemanden aus meinem Freundeskreis einen Dortmund-Trikot bestellen. Google also erstmal nach Dortmund-Trikot, schenke ihm ein Dortmund-Trikot und schon schlägt mir das Internet Dortmund-Trikots vor. Aber als Bayern-Fan bin ich natürlich not amused darüber, Das stimmt. dass der Algorithmus mir jetzt permanent diese Dortmund-Trikots vorschlägt, ja. Also da ist natürlich die Expertise Mensch einfach gefragter, weil der weiß, das ist ein No-Go. Für wen ist denn dieses Buch genau das Richtige? Das Buch ist für jeden das Richtige, der Führungskraft ist, aber auch einfach für jeden, der praxisorientiert einfach wissen möchte, was war alt, was ist neu, wie kann ich es umsetzen und was sind vielleicht Aspekte, die habe ich vielleicht nicht berücksichtigt, stehen aber natürlich in dem Buch drin. Also wirklich wissenswert und vor allem auch für uns alle relevant aktuell, weil es ist ja schon sehr, sehr viel Neues am Markt, womit man sich auseinandersetzt. Wo hast du denn dein ganzes Wissen über diese disruptiven Innovationen? Ich war natürlich mit einer der ersten, die in genau in diese Ausbildungsberufe mitgestartet ist. Habe mich also schon früh damit beschäftigt, natürlich auch generationsbedingt da reingewachsen auch, ja. Und damit war ich auch der Erste, der vor Ort war und der Erste, der natürlich auch mit in diesen Prüfungsausschüssen war und der Erste, der natürlich auch mit an den Unternehmern war und auch daran gearbeitet hat. Was ist jetzt so dein nächster großer Schritt? Mein nächster großer Schritt ist es natürlich auch in Vorträge zu gehen, ja, mehr Menschen zu erreichen und ja, große Speeches zu halten, um noch mehr Menschen für das Thema zu begeistern, die Angst zu nehmen und größer werden wollen. Welche Angst möchtest du nehmen? Die Angst, um Hilfe zu bitten. Viele haben immer noch die Hemmschwelle, wenn ich um Hilfe bitte, ist das ein Zeichen von Schwäche. Aber ich sage, Hilfe holen ist ein Zeichen von Mut. Sich den Mut nehmen, überhaupt zu fragen. Und nur dann kann einem geholfen werden. Was ist deine Erfahrung? Wo wird besonders viel Hilfe aktuell benötigt? Tatsächlich einfach beim ersten Schritt.
Der erste Schritt. Es gibt immer noch viele, die sagen, ich habe den Zug eh schon verpasst, dann brauche ich jetzt auch den nächsten nicht zu nehmen. Aber das ist genau der falsche Ansatz, ja. Sondern einfach zu fragen, warum sollte ich den nächsten nehmen, wenn andere doch schon im ersten Zug waren. Ja. Ja. Und das sind somit die ersten Schritte. Wie schätzt du Deutschland ein? Schaffen wir es, diese ganzen disruptiven Innovationen auch standzuhalten und auch zum Innovationsland wieder zu werden? Definitiv. Also wir haben es in der Vergangenheit schon oft bewiesen. Auch hier nicht einfach sagen, wir haben es verpennt und shit happens, ja, sondern weitermachen, ja, sich wirklich die Expertisen einholen. Wer ist denn da jetzt mit Vorreiter und wen nehme ich mir dann mit ins Boot, um halt eben vielleicht auch das wieder aufzuholen, was andere vielleicht einen Vorsprung hatten. Dann ist nochmal zusammengefasst, wann kannst du konkret helfen? Also wann sollte man sich unbedingt mit dir in Kontakt setzen? Also in Kontakt setzen sollte man sich natürlich mit mir entweder, wenn du mein Buch kaufen möchtest, wenn du natürlich eine optimale Prüfungsvorbereitung in einem Online-Kurs dir wünschst oder wenn du dein Unternehmen digitaler strukturieren möchtest oder du möchtest vielleicht genau solche Veranstaltungen, wo es um Digitalisierung geht, die optimalen Experten haben, der von der Praxis erzählt, aber auch das Theoriewissen mitbringt. Wunderbar, denn getan muss definitiv was. Danke, dass du heute zu Gast warst. Vielen Dank.